Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend hier begrüßen kann zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe 60 Minuten, geboren in der Pandemie, damit wir auch ja, mit modernen Medien miteinander im Austausch sein können, Wissenschaft und Wissenschaftsinteressierte. Und das Format haben wir beibehalten, weil ansonsten wäre es gewiss gar nicht möglich gewesen, so tolle Gäste hier an einem Abend zusammenzubekommen. Und diese Gäste möchte ich ganz herzlich begrüßen hier. Das ist zum einen Jakob von Weizsäcker, Staatsminister für Finanzen und Wissenschaft im Saarland. Und der Herr von Weizsäcker, der hat Physik studiert von Haus aus in Bonn und Lyon, dann VWL in Paris studiert und ist dann ans CES, was natürlich Münchnern und IFO-Leuten Begriff ist, gegangen, ans MIT, an die Weltbank zu Brügel und dann ging es mehr in die Politikrichtung. Und seit 2022 ist er eben Minister im Saarland. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns heute nehmen und begrüße Sie ganz herzlich. Herzlichen Dank, eine Freude hier zu sein. Ja, und dann haben wir auch noch einen ganz spannenden Gast hier, den Lars Feld. Lars Feld ist Lehrstuhlinhaber an der Uni Freiburg für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik und auch Direktor des Walter-Eugen-Instituts, ist im BMBF-Beirat, ist in der Mindestlohnkommission und war gut 10 Jahre lang im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage. Und nachdem die Zeit geendet hat, ist er der Politikberatung trotzdem intensivst treu geblieben und jetzt Berater im Bundesfinanzministerium und einer der ja, ausgewiesenen Experten für genau diese Fragen, die wir uns heute hier anschauen wollen. Nachhaltige Finanzpolitik, Finanzpolitik natürlich auch ganz im Allgemeinen, aber heute soll es uns ein bisschen um den Nachhaltigkeitsaspekt gehen. Lieber Lars, ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön. Ich sehe auch, es haben sich ganz viele Leute zugeschaltet. Ich bitte alle darum, dass Sie das hier als Mitmachveranstaltung verstehen. Also, Sie haben die Möglichkeit, unten diesen Button Chat zu drücken und dann können Sie Fragen an uns zuschicken. Das können sowohl Herr von Weizsäcker, Lars Feld als auch ich sehen. Und ich werde als Moderator natürlich versuchen, die Dinge aufzugreifen, aber alle haben Blick da drauf und wenn Sie also Fragen dann an uns haben, bitte zögern Sie nicht. Wir wollen hier nicht Monologe halten, sondern wir wollen tatsächlich mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ja, wir haben uns im Vorfeld ganz kurz auf den Ablauf der heutigen Veranstaltung geeinigt. Wir werden kurze Impulsvorträge haben, erst von Lars Feld und im Anschluss von Jakob von Weizsäcker und dann werden wir in eine Diskussion direkt übergehen und ich hoffe, das läuft von ganz alleine. Da würde ich einfach sagen, Lars, bitte teile mal deinen Bildschirm und dann legen wir los. Ja, sehr gern. Ich hoffe, meine Folien sind zu sehen. Ja, Christian, siehst du Jawohl, das, oder? hervorragend, sehr gut. Prima. Dann hoffe ich, dass das jetzt alles von der Übertragung her funktioniert. Also nochmal einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite, lieber von Weizsäcker, lieber Christian, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will ganz kurz mit ein paar wenigen Worten einen ersten Impuls setzen zum Thema nachhaltige Finanzpolitik und vor allen Dingen die Verbindung zur Investitionstätigkeit ziehen. Ich starte mit dieser Folie zur Entwicklung der Staatsverschuldung in Deutschland. Die Linie ist die Staatsschuldenquote mit der rechten Skala. Die Balken sind die nominalen Schulden des Bundes, der Länder, der Kommunen und kaum zu erkennen der Sozialversicherungen, weil es da wenig gibt mit der linken Skala. Da zählt die nominale Höhe nicht wirklich, sondern es geht mir darum, hier das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Gemeinden zu sehen. Was man aber erkennt, ist, dass seit den 1970er Jahren, das ist die untere Zeitachse, bis 2010 ein steigender Trend der Staatsverschuldung zu erkennen war. Es gab zwischendurch sicher auch Konsolidierungsperioden und auch mal Jahre, in denen die Staatsschuldenquote in Prozent des Bruttoinlandsprodukts zurückging. Aber einen nachhaltigen Rückgang haben wir eigentlich erst seit dem Jahr 2010 bis 2019. Und ich will das auch noch am aktuellen Rand ein bisschen deutlicher machen mit diesen Zahlen. Da stehen die Zahlen eben auch an den jeweiligen Beobachtungen dran. Den Höhepunkt der Staatsschuldenquote hatte Deutschland im Jahr 82, Entschuldigung, im Jahr 2010 mit 82%. Und dann ging es bergab bis zum Jahr 2019 mit 58,9% in der Corona-Krise nochmal hoch auf ein Maximum von 68,6%. Und seither ein allmählich sinkender Trend. Da ist noch eine Projektion drin, aber die dürfte in ungefähr auch so eingehalten werden, beziehungsweise sogar noch niedrigere Schuldenquoten kann das mit sich bringen, je nachdem,
wie das Bruttoinlandsprodukt läuft und was so an Konsolidierungsschritten erfolgt. Warum ist das Thema Staatsverschuldung wichtig? Das ist wichtig, weil damit verbunden ist die Frage nach der Tragfähigkeit der Verschuldung. Und wenn eine Verschuldung nicht mehr tragfähig ist, dann können eine ganze Reihe von Problemen auftreten. Die Literatur stellt beispielsweise heraus den Zusammenhang zwischen Höhe der Staatsverschuldung und Inflationsentwicklung. Das schon traditionell, wenn man sich etwa die Hyperinflationen in der Geschichte anschaut, aber auch bei größeren Inflationsentwicklungen. Jetzt zuletzt hat aus einer theoretischen Sicht die Fiscal Theory of the Price Level, also die Fiskaltheorie des Preisniveaus, einen entsprechenden Effekt gehabt in dieser Diskussion. Das ist ein Aspekt, der auch eine Rolle gespielt hat für Fiskalregeln in der Europäischen Union. Wir haben zum Zweiten hier die Betrachtung von Zinssatz und Wachstumsrate. Das findet sich in der ökonomischen Literatur sehr breit dargestellt. Und typischerweise muss davon ausgegangen werden, dass dann, wenn der Zins über der Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes liegt, früher oder später eine Konsolidierung erfolgen muss, weil ansonsten die Gefahr einer Schuldenkrise besteht. Auch das ist so ein Aspekt, der in der Literatur viel diskutiert wird. Und wir haben das in Europa ja zuletzt während der Schuldenkrise in der Währungsunion gesehen. Das Problem, wenn man sich anschaut, wie dieses Verhältnis Zins zu Wachstumsrate ist, ist hier typischerweise, dass man von Wahrscheinlichkeiten für eine Zinswende von etwa 50% auszugehen hat. Wir haben das mal im Sachverständigenrat berechnet. Für Modellvolkswirtschaften mit einem entsprechenden makroökonomischen Modell für diese vier großen Volkswirtschaften der Währungsunion in einem langen Zeitraum, in einem kürzeren Zeitraum. Szenario 2 ist eins mit rigiden Märkten, also vor allen Dingen Preisrigiditäten und Lohnrigiditäten. Und das sieht man so auch für Deutschland, dass eine Wahrscheinlichkeit immer so eher bei 50%, 40 bis 50% liegt, dass es zu einer Zinswende kommt. Das heißt, man kann sich auch auf eine Niedrigzinsphase oder eine Hochzinsphase nicht verlassen. Und das Problem, das dann immer besteht im Hinblick auf die Reaktion der Finanzmärkte, ist, dass die Finanzmärkte nicht immer schön glatt reagieren auf die Höhe der Staatsverschuldung und dementsprechend Risikoaufschläge auf das Zinsniveau legen, sondern dass sie auch rasch von heute auf morgen reagieren können. Wenn man das so zusammennimmt, was hat zur deutschen Schuldenbremse geführt? Also einerseits dieser steigende Trend in der Staatsverschuldung, eine lange Phase mit einem Zinsniveau, das höher lag als die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes und die Sorge, dass das dann doch früher oder später zu einer Konsolidierung kommen muss. Man hat dem alten Artikel 115 in Effektivitäten zur Beschränkung der Staatsverschuldung zur Last gelegt in verschiedenen Dimensionen und konnte dann auch oder musste dann auch feststellen in diesen 1990er, 2000er Jahren, dass es Haushaltsnotlagen der Länder gab. Das Saarland und Bremen hatten eine anerkannte extreme Haushaltsnotlage, die 92 anerkannt wurde, von 94 bis 2004 zu Bundesergänzungszuweisungen führte. Berlin wurde 2006 allerdings die extreme Haushaltsnotlage nicht anerkannt. Und in der Diskussion, auch dann vor dem Hintergrund einer ungünstigeren demografischen Entwicklung, kam es zur Schuldenbremse. Die Schuldenbremse hat folgende Komponenten. Einmal einen strukturellen Haushaltsausgleich, also im Grundsatz strukturell ausgeglichen. Das gilt für den Bund bei einer Defizitquote von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, für die Länder bei 0%. Es ist strukturell, das heißt also, es gibt eine Konjunkturkomponente. Es soll so sein, dass über den Konjunkturzyklus ein entsprechender Ausgleich stattfindet. Gemeinden sind durch die Schuldenbremse nicht erfasst. Sie können sich in Höhe ihrer Investitionen verschulden. Beim Bund ist sehr klar, dass es auch eine Anwendung der Schuldenbremse auf Sondervermögen gibt. Das heißt also, in der Regelgrenze erhöht ein Sondervermögen die Verschuldung nicht, Verschuldungsspielräume nicht, Entschuldigung, die Verschuldungsspielräume nicht. In der Ausnahmeklausel, in der man über diese 0,35% plus Konjunkturkomponente hinausgehen darf, bedeutet ein Sondervermögen, das hier zu höherer Verschuldung führt, dass vor allen Dingen auch höhere Tilgungslasten für zukünftige Regierungen entstehen. Sie haben eben ja gesehen, dass die Schuldenquote von 2010 bis 2019 zurückging. Wie hat dieser Rückgang funktioniert? Nun vor allen Dingen über einen
Rückgang der Zinsausgaben in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Man sieht das hier sehr steil. Das sind die Zinsausgaben des Staates in Deutschland, also kräftige Einsparungen. Und auf der anderen Seite war das Einnahmenwachstum in Rot stärker als das Ausgabenwachstum bis etwa ins Jahr 2019 hinein. Das hat zu dieser Konsolidierung geführt. Es sind also einerseits die sprudelnden Einnahmen aufgrund eines guten Wirtschaftswachstums und andererseits die niedrigeren Zinsausgaben. Richtig große Konsolidierungsschritte gab es nicht. Was bedeutete das für die Investitionen? Und hier sehen Sie die Bruttoanlageinvestitionen für Bund, Länder und Gemeinden. Bei Bund und Ländern eher eine flache Entwicklung, aber hier seit 2010 einen moderaten Anstieg bei Ländern und beim Bund, während der Rückgang der Bruttoanlageinvestitionen bei den Gemeinden vor allen Dingen in der Zeit vor Verabschiedung der Schuldenbremse resultiert. Und wenn man das netto rechnet, sieht man, dass die Gemeinden durchaus auch auf eine gewisse Art auf Verschleiß leben. Aber Bund und Länder sehen hier ja ebenfalls einen kräftigen Anstieg ihrer, oder sehen ebenfalls einen Anstieg ihrer Nettoanlageinvestitionen und nicht nur der Bruttoanlageinvestitionen. Vor dem Hintergrund ist es relativ schwer, der Schuldenbremse anzulasten, dass sie die öffentlichen Investitionen beeinträchtigt hätte. Auch jetzt, wenn man sich die Kernhaushalte von Gemeinden, Gemeindeverbänden so in unterschiedlichen Ländergruppen anschaut, erkennt man eher eine flache Entwicklung und nicht wirklich eine ungünstige Entwicklung seit 2008. Man muss auf der Gemeindeebene noch hinzufügen, dass Investitionen sehr stark dort getätigt werden durch ausgelagerte Vehikel, also im Grunde privatrechtlich geführte Institutionen, Unternehmen wie GmbHs und Ähnliches, die dann ebenfalls eine hohe Investitionstätigkeit noch aufweisen, die dann aber nicht dem Staat, also dem Kernhaushalt, zugerechnet wird. Um was geht es in der Diskussion, die wir in Deutschland haben? Eigentlich gar nicht so sehr um öffentliche Investitionen. Denn die Infrastrukturinvestitionen, die Bund, Länder, Gemeinden tätigen können, für die ist relativ viel Geld verfügbar und wird oftmals gar nicht vollständig abgerufen. In der Diskussion haben wir vor allen Dingen die Debatte um staatliche Subventionen an die Wirtschaft. Einerseits zur Bewältigung der Klimatransformation, andererseits zur Erhöhung der Resilienz der Wirtschaft vor dem Hintergrund der geostrategischen Risiken. Und hier wirkt die Schuldenbremse durchaus restringierend. Insofern bin ich sehr gespannt auf die Diskussion mit Herrn von Weizsäcker und mit Ihnen, wie Sie diese Investitionsorientierung für die Schuldenbremse sehen, auf was es da eigentlich ankommt, auf die öffentlichen oder auf die privaten Investitionen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, lieber Lars. Ganz, ganz interessante Impulse, die du hier gegeben hast. Ich habe mir auch schon Fragen notiert, aber vorher, lieber Herr von Weizsäcker, können Sie ja Ihre kurze Präsentation geben und dann gehen wir in die Diskussion. Ja, sehr gerne. Ich versuche jetzt eben hier meinen Bildschirm freizugeben. So, ich hoffe, es ist gelungen. Ich werde ähnlich wie Professor Feld einfach nur ganz kurz eine kleine Grundierung machen in Form von drei Thesen für die weitere Diskussion. Die erste These ist, dass die Schuldenbremse als Fairnessabkommen, und zwar Fairnessabkommen zwischen aufeinanderfolgenden Regierungen und zwischen Ländern in einer Währungsunion oder in einer Föderation, das gilt also auch innerhalb Deutschlands, im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, die gemeinsame Basis. Nicht alle Ökonominnen und Ökonomen teilen diese Meinung, aber ich glaube, Herr Professor Feld, ich tue Ihnen nicht Unrecht, wenn ich sage, wir beide teilen diese Auffassung, dass Schuldenbremse als Fairnessabkommen sowohl intertemporal zwischen Regierungen wie auch zwischen Ländern in einer Währungsunion sinnvoll ist. Mit den Strohhalmen in einem Glas ist das Common-Pool-Problem, wie wir Ökonomen das nennen, angedeutet. In einer Währungsunion spielt das eine gewisse Rolle. Ein Gedanke, der spätestens seit den Reagan-Jahren in der Ökonomie eine große Rolle spielt, ist, dass man zum Beispiel auf den Gedanken kommen könnte, die Steuern ungeheuer zu senken, eine gigantische Staatsverschuldung aufzuhäufen, um künftige Regierungen daran zu hindern, eine größere Staatstätigkeit zu haben, weil einem das politisch nicht in den Kram passt.
aber viel allgemeiner als das. Dafür steht dieses zweite Bild, Starving the Beast. Aber viel allgemeiner als das ist klar, wenn eine Regierung furchtbar viel Geld schuldenfinanziert aufnimmt, dann schränkt sie tendenziell die Finanzierungsspielräume von folgenden Regierungen ein. Und wenn das übertrieben wird, dann ist das unfair. Und deshalb ist es sinnvoll, aus diesen beiden Gründen eine Schuldenbremse zu haben. Und ich glaube, das ist die gemeinsame Basis der Diskussion. Ich komme zur zweiten These. Die zweite These ist, dass eine Schuldenbremse insbesondere auch eine Bremse sein kann und sein soll gegen Kurzfristdenken. Und da muss man darauf hinweisen, dass die real existierende Schuldenbremse, so nenne ich einfach mal die Schuldenbremse, die dankenswerterweise Lars Feld schon erläutert hat. Ich will historisch noch hinzufügen, mir hat der Graph besser gefallen, wo also die Staatsschuldenquote aufgelistet war und nicht der nominale Schuldenstand. Das sieht ja immer so bedrohlich aus, aber ich glaube, wir Ökonomen sind gut beraten, uns auf die Staatsschuldenquote zu beziehen. Und in dem Moment, als wir dabei waren, politisch in Deutschland, im Rahmen der Finanzkrise, uns auf einen Weg zu begeben, mit einer Staatsschuldenquote von in der Spitze deutlich über 80%, hat man damals die Schuldenbremse, so wie wir sie heute haben, eingeführt, mit dem erklärten Ziel der Selbstbindung. Also wirklich so, wie Odysseus sich an den Mast gebunden hat, der Selbstbindung, dass man sagte, ja, wir müssen das in der Finanzkrise machen. Ich glaube, da herrscht auch Einigkeit, dass das erforderlich war in der Finanzkrise. Aber wir machen uns Sorge, dass das vielleicht uns auf eine schiefe Bahn bringt, was die Staatsfinanzen angeht. Und dann hat man eine ziemlich strenge Schuldenbremse eingeführt, die aber sich nur auf die explizite Staatsverschuldung konzentriert und verdeckte Staatsverschuldung durch unterlassene Investitionen und verdeckte Staatsverschuldung in den Sozialversicherungssystemen ausblendet. Und deshalb fand ich jetzt die nominale Grafik von Herrn Professor Feld noch ganz interessant. Nicht die explizit ausgewiesene Staatsverschuldung in den Sozialversicherungssystemen ist nahe Null, aber tatsächlich steckt da eine Menge dahinter. Und für diejenigen, die sich nicht so intensiv damit im Alltag beschäftigen, will ich kurz ausführen, was denn das bedeutet mit explizit und implizit. Die sichtbare Zinslast der expliziten Staatsverschuldung ist erstmal relativ leicht zu erkennen. Das sind die Kreditmarktzinsen. Dass die jetzt zurückgegangen sind in einem Umfeld, wo insgesamt die Zinsen gesunken sind, ist nicht nur, sagen wir mal, der Schuldenbremse zu verdanken. Aber jedenfalls haben die sich nach unten bewegt. Eine spannende Frage ist jetzt akut, wenn man langlaufende Wertpapiere hat, wie teilt man diese Kreditmarktzinsen auf Jahresscheiben zu? Und da gäbe es in der Tat auch noch Dinge, die man ändern könnte im deutschen System. Im Moment haben wir eine Zuteilung, die für dramatische Erhöhungen der Zinsausgaben sorgt. Das ist aber erst einmal eine Art von rechnerischer Fiktion. Ich deute das an dieser Stelle nur an, vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf zurück, weil selbst bei den expliziten Schulden die Frage, was sind eigentlich die Zinsen und wie hoch sind sie, nicht ganz trivial zu beantworten ist. Wichtiger auf dieser Folie ist, dass man die verdeckte Zinslast von unterlassenen Investitionen und auch Innovationen erfasst. Da geht es um geringere künftige wirtschaftliche Dynamik und geringere künftige Steuereinnahmen. Und das ist etwas, was natürlich außerordentlich schwer zu messen ist, und häufig vergessen wird. Und ähnlich gut versteckt, ist die verdeckte Zinslast in Sozialversicherungssystemen. Da, geht es um implizite Einkommenssteuer auf Sozialversicherungsbeiträge. Ich habe das mal so genannt. Ich weiß nicht, ob Marcel Thum in der Runde ist, aber er ist ja auch in Dresden und beim IFO-Institut und er ist ein Co-Autor von mir, wo wir das mal ausgerechnet haben. Deshalb habe ich ja erlaubt, das also implizite Einkommensteuer auf Sozialversicherungsbeiträge zu nennen. Und hier nur kryptisch angeführt, links der Golden Rule, Lars Feld hat das viel ausführlicher vorhin erklärt, also in einer Situation, wo die Zinsen, die realen Zinsen tatsächlich höher sind als das Wirtschaftswachstum. Wenn es umgekehrt ist, sind wir in einer anderen, sehr spannenden Welt. Dann sind möglicherweise in so einem Umlageverfahren die impliziten Steuern auf die Beiträge gar nicht positiv, sondern möglicherweise sogar negativ. Aber das ist eine spannende volkswirtschaftliche Diskussion,
die aber, glaube ich, hier nicht im Zentrum der Debatte stehen muss. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass man es hier mit einem vergleichsweise kleinen Ausschnitt zu tun hat. Und die Gefahr ist natürlich immer, wenn man ein System steuert mit einer Anzeige, die nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Gesamtsystems erfasst, dass dann dadurch durchaus auch Fehlentwicklungen entstehen können. Und die Fehlentwicklung kann unter anderem sein, dass man Investitionen, die sinnvoll sind und uns nach vorne bringen und tatsächlich auch eine erhebliche Rendite brächten, wenn wir sie denn machten, unterlassen, weil wir wie das Kaninchen auf die Schlange auf die explizite Staatsverschuldung und ausschließlich auf die starren. Und da wollte ich einfach aufmerksam machen, dass das durchaus ein Problem sein kann, wenn man mit, versucht, mit einem kleinen Ausschnitt der ökonomischen Realität zu steuern und nicht sich ein umfassendes Bild macht. Und das umfassende Bild, dazu gehört eben nun mal auch die verdeckte Staatsverschuldung in den beiden beschriebenen Dimensionen. Und das ist definitiv eine Schwäche der Schuldenbremse, so wie wir sie heute haben. Im Übrigen würde ich sagen, die Leute, die damals die Schuldenbremse gemacht haben, die wussten sehr wohl um diese Schwäche und haben aber gesagt, in der historischen Situation, in der wir uns befinden, Finanzmarktkrise, spielt die explizite Staatsverschuldung eine überragend wichtige Rolle. Und deshalb orientieren wir uns daran. Und im Übrigen, darauf komme ich auf der nächsten Folie, ist es auch nicht ganz einfach, genau zu messen, was sind denn jetzt wirklich Investitionen? Was sind Innovationen? Wie sehen deren Erträge aus? Das heißt aber nicht, dass es unwichtig ist, es zeigt nur, dass es schwierig ist. Jetzt komme ich also zum dritten Punkt. Warum sind wir in der jetzigen Situation in einer Debatte, die eine andere Form hat als die Debatte 2008? Der Hintergrund ist ganz einfach deshalb, dass die Transformation, die wir benötigen, und ich würde da ausdrücklich Herrn Professor Schnell zustimmen, die geopolitischen Herausforderungen mit dazu nehmen wollen, die Transformation, in der wir uns heute befinden, erfordert als vernünftige Antwort einen ganz erheblichen Investitionsschub. Und um diese Frage, die aufgeworfen wurde, gleich zu beantworten, einen Investitionsschub, der in weiten Teilen privatwirtschaftlicher Natur ist, aber in nennenswerten Teilen auch staatlicher Natur sein dürfte. Das heißt also, beides ist richtig. Wir brauchen einfach insgesamt mehr Investitionen. Und weil wir es da mit einem solchen Schub zu tun haben, ist die Vernachlässigung des Investitionsthemas, was vorher man vielleicht hätte als lästliche Sünde betrachten können, zumal in Zeiten sprudelnder Steuereinnahmen. Das war in einer ganzen Weile, jedenfalls in Deutschland, nach der großen Finanzkrise der Fall. Heute nicht mehr nur ein kleines Problem, sondern wird zum großen Problem. Und das heißt also, das Investitionsproblem der real existierenden Schuldenbremse spitzt sich zu, weil man für die erfolgreiche Transformation einen großen Investitionsschub, und ich mache es jetzt einfach mal explizit, in Innovation. Ich denke, in dieser Runde wird es niemand geben, der widerspricht, dass der Staat da eine wichtige Rolle zu spielen hat bei der Unterstützung von Innovationstätigkeit, finanziellen Unterstützung von Innovationstätigkeit. Aber häufig führt das auch selber durch. Der Moderator, Herr Professor Lessmann und der Professor Feld sind ja Staatsbeamte, die den Auftrag des Staates nicht nur lehren, sondern auch forschen. Dazu gehört die Infrastruktur. Natürlich kann man jede Infrastruktur auch privatwirtschaftlich machen, nur in vielen Fällen wird es dann nicht unbedingt günstiger. Also das muss man sich genau angucken, wann es günstiger ist und wann nicht. Da hat der Staat eine wichtige Rolle zu spielen. Und zuletzt nenne ich einen weiteren Punkt, den man kontrovers sehen kann. Ich glaube aber gar nicht, dass das der Kern der Debatte ist, nämlich die Industriepolitik. Und ich gehe pragmatisch davon aus, dass es schwierig sein dürfte in einer Welt, wo wir nicht einen einheitlichen weltweiten CO2-Preis in absehbarer Zeit hinbekommen werden, dass Elemente von Industriepolitik nicht nur aus Innovationsgesichtspunkten, sondern schlicht auch aus einer Problematik der Ungleichzeitigkeit heraus, die wir nun mal haben bei den CO2-Preisen weltweit, eine nennenswerte Rolle spielen wird. Und wenn wir einfach festhalten an den Dingen, so wie wir sie heute versuchen, nämlich an einem Begriff der fiskalischen Nachhaltigkeit im Sinne der real existierenden Schuldenbremse, ausgelegt nach dem Karlsruhe-Urteil. Wenn wir festhalten wollen, und ich denke, das wollen wir alle, an der klimapolitischen Nachhaltigkeit und unseren Verpflichtungen im Pariser Abkommen,
Und wenn wir festhalten wollen an politischer Nachhaltigkeit, und zu Hause nenne ich das einfach mal gesellschaftlichen Frieden, ich meine, ob jetzt in Saarbrücken oder in Dresden, ich weiß, dass in Dresden manchmal die Herausforderungen vielleicht noch etwas größer sind, aber wir können nicht sagen, dass wir, was politische Nachhaltigkeit angeht, überhaupt keine Probleme im Lande hätten und keine Probleme in Europa hätten. Das heißt also, auch da müssen wir aufpassen, dass das politische Klima sich nicht in einer Art und Weise verschlechtert, dass wir in diesem Dreieck auf einmal bei der politischen Nachhaltigkeit hinten runterfallen. Und ich will nur ganz kurz andeuten, das ist auch international ein ganz wichtiges Thema. Im Rahmen des Pariser Abkommens haben wir zum Beispiel als reiche Länder eine ganz erhebliche Verpflichtung eingegangen, finanzieller Art, was die Unterstützung von armen Ländern bei der Frage des Wegs zur Klimaneutralität angeht. Und wir tun uns bis heute ein kleines bisschen schwer, diesen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen. Ich bin immer wieder überrascht. Ich finde es gut, dass die Bundesregierung es versucht und ihren Beitrag leistet. Und es gibt andere Länder, die sollte man noch stärker in die Pflicht nehmen diesbezüglich. Aber in der Tendenz wird auch dort eher noch mehr finanzielle Belastung auf uns zukommen als weniger, damit wir auch international diese Gratwanderung vernünftig hinbekommen. In anderen Worten, wir stehen in einer ganz schwierigen Situation und ich würde argumentieren, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher, droht uns ein Dilemma der Nachhaltigkeit, dass dann irgendwann vielleicht auch unkontrolliert wir einen dieser drei Aspekte der Nachhaltigkeit auf einmal opfern müssen. Und aus meiner Sicht wäre es viel naheliegender zu sagen, lassen Sie uns das Thema fiskalische Nachhaltigkeit noch mal etwas gründlicher betrachten. Lassen Sie uns heraustreten aus der historischen Spezifizität, in der diese Schuldenbremse, so wie sie heute ist, geschaffen wurde, so wie sie interpretiert wurde durch das Bundesverfassungsgericht. Ich bin kein Jurist, also ich maße mir nicht an, es besser zu wissen als das Bundesverfassungsgericht, wie da die richtige Auslegung ist. Und lassen Sie uns darüber nachdenken, wie man in einem umfassenderen Sinne die fiskalische Nachhaltigkeit sicherstellen kann. Und ich denke, eine behutsame Einführung oder Wiedereinführung, wenn man so will, des Investitionsgedankens, aber mit den Lehren, die wir mit der alten Schuldenregel in der frühen Bundesrepublik Deutschland gemacht haben, sodass man, was die Abgrenzung des Investitionsbegriffs angeht, da umsichtig vorgeht. Der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums, des Bundeswirtschaftsministeriums hat dazu einen interessanten Vorschlag neulich publiziert, dass man möglicherweise auch, das finde ich auch einen wichtigen Gedanken, was die Verstetigung von Investitionen angeht, eine bessere Regel findet. Das finde ich auch nicht ganz unwichtig, dass im Falle einer Krise möglicherweise man die Symmetrie wiederherstellt, die verloren gegangen ist durch das Karlsruher Urteil. Es ist nämlich nach dem Karlsruher Urteil ohne weiteres möglich, eine Energiepreisbremse zu machen, wo man ganz schnell ganz viel Geld ausgibt. Wenn Sie aber investiv in einer solchen Situation gegensteuern wollen, Investitionen in Deutschland dauern ja manchmal 2 oder 3 Jahre, dann haben Sie auf einmal ein Riesenproblem, weil die Ehrlichkeit dann verletzt ist in diesem Investitionsprojekt. Also, dass man da vielleicht was unternimmt, dass man möglicherweise sich Gedanken macht, wenn man aus einer Krise herauskommt, wie kann man sich eleganter rausschleichen aus der Schuldenbremse. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen. Und bevor ich zu meiner letzten Folie komme, noch eine Bemerkung. Mich beruhigt es gar nicht, dass in den letzten 15 Jahren die Investitionen nicht dramatisch geschwankt haben. Wenn Sie sich angucken, die Situation der kommunalen Infrastruktur im Saarland, dann werden Sie feststellen, wir haben ein Problem. Wenn Sie heute, und ich vermute, Herr Lessmann, wir alle drei sind begeisterte Bahnfahrer oder waren es mal, wenn Sie versuchen, eine Eisenbahn zu fahren, werden Sie feststellen, wir haben ein echtes Investitionsproblem in Deutschland. Das heißt, es bezieht sich nicht nur auf das, was jetzt in der Zukunft auf uns zukommt, sondern wir haben ein kumuliertes Investitionsproblem auch in der Vergangenheit. Und in dem Zusammenhang sei der Hinweis erlaubt. Es gibt ja andere Länder, die durchaus Ähnlichkeiten mit uns haben. In Österreich und der Schweiz, da hat man Wege gefunden, zum Beispiel die Eisenbahninvestitionen außerhalb bestimmter Haushalte zu finanzieren. Und dort funktioniert die Eisenbahn außerordentlich gut. Aber ich komme eigentlich zur letzten Folie und die ist sehr ernst gemeint und bitte aber nicht als Vorwurf zu verstehen. Ich glaube, was uns einen sollte im Nachdenken über die Frage, geht es vielleicht noch besser,
als die real existierende Schuldenbremse, ist das Anliegen, dafür zu sorgen, dass nicht im Rückblick Sie, Herr Professor Feld, und ich auch als Befürworter der Schuldenbremse im Sinne dieser Karikatur dargestellt werden können, wo der Eindruck entsteht, es gibt irgendeine Schuldenbremse, die ist irgendein Selbstzweck und gleichzeitig geht die Welt zugrunde. Und da muss man außerordentlich aufpassen in der aktuellen Lage. Und deshalb wäre mein Plädoyer, dass wir jetzt anschließend Diskussionen führen könnten in einem Geist, der sich zum Ziel setzt, dass wir an dieser Stelle bei allen Unterschieden, die wir ja nicht unter den Teppich kehren wollen, gibt es ganz bestimmt dafür sorgen, dass wir als Befürworter der Schuldenbremse auch im Rückblick sagen können, wir haben dafür gesorgt, dass nicht nur die fiskalische Nachhaltigkeit im Sinne der expliziten Staatsverschuldung, sondern die Nachhaltigkeit in einem umfassenden Sinne durch das Handeln der öffentlichen Hand gefördert wird. Ganz herzlichen Dank. Ja, danke, lieber Herr von Weizsäcker. Auch sehr interessante Ausführungen. An einer Sache, glaube ich, da kann man sehr viel dran rumdiskutieren. Und das ist die Abgrenzungsfrage von der impliziten Staatsverschuldung. Also ich würde sagen, von mir aus Beamtenpensionen und all solche Sachen, hohe Pensionsansprüche, das sind ganz offensichtlich Sachen. Da ist der Staat ja jetzt schon Zahlungsversprechen eingegangen. Aber ich hatte das Gefühl, Sie fassen das noch weiter, ja, dass also auch Unterinvestitionen in Infrastruktur da reingehören. Und dann weiß ich gar nicht, kommt man vielleicht auch in Fehlinvestitionen in Bildung. Also die Abgrenzung des Begriffs der impliziten Staatsverschuldung ist für mich ganz klar. Und das gilt dann ja genauso, das hatten Sie selber ja schon angesprochen, auch für den Investitionsbegriff selbst. Ja, also früher war es ja eher so, wir machen aus Geld Beton, ne, und bauen was. Und Sie hatten ja die Bahn angesprochen, aber das meinen wir ja sicherlich nicht, sondern wir meinen es weiter. Die Frage ist, wie weit und vielleicht auch irgendwann zu weit, bis es beliebig wird. Also wenn man das mit nachhaltigen Finanzen übereinbringen will, wird es kompliziert, oder? Es ist vollkommen richtig. Die explizite Staatsverschuldung zu messen, ist viel einfacher. Aber die zweite Folie, die zweite These, diente ja gerade darauf aufmerksam zu machen, dass dieser leicht zu messende Ausschnitt der ökonomischen Realität alles andere ist als die umfassende ökonomische Realität. Und wenn wir die Frage der Investitionen ausblenden und wenn wir andere Fragen der impliziten Staatsverschuldung ausblenden, dann ist die Gefahr der Fehlsteuerung und der großen Fehler mit Blick auf unsere Wohlfahrt enorm hoch. Und Sie haben also vollkommen recht, der Grund, warum man das ausgeblendet hat, ist nachvollziehbar. Weil das, was wir heute haben, relativ einfach handhabbar und messbar ist. Und wir sind ja auch gebrannte Kinder. In der Regel, die wir davor hatten, ein fantasievoller Staat immer mehr Aktivitäten zu Investitionen erklärt hat, um dann letztlich sagen wir mal, unbeschränktes fiskalisches Handeln auch angesichts einer formalen Schuldenbremse an den Tag legen zu können. Insofern sage ich nicht, dass es einfach ist. Aber meine These wäre, dass die Einfachheit der heutigen Schuldenbremse, so verführerisch sie sein mag, unserer Realität nicht gerecht wird. Und in der heutigen Lage, wo wir einen Investitionsschub benötigen, tatsächlich zu einer Gefährdung unseres Wohlstands werden kann, wenn wir nicht sehr sorgfältig darüber nachdenken, wie wir damit umgehen wollen. Ja, Lars, du stimmst da überall zu oder eher nicht? Nein, ich habe gewartet, bis du mir das Wort erteilst, weil also auch in der Darstellung von Jakob von Weizsäcker habe ich doch so einiges, was ich als Dissens anmelden möchte. Das geht los bei der Einschätzung, warum wir überhaupt diese Schuldenbremse bekommen haben. So in der Darstellung von Jakob von Weizsäcker ist das so, dass das einzig das Ergebnis der Finanzkrise ist und aus dieser singulären Situation herausgeboren. Und ich habe viel Verständnis dafür, wir Ökonomen, Herr von Weizsäcker, wir denken ja in marginalen Effekten. Und was gibt marginal den Ausschlag auf Märkten oder sonst wie? Und insofern war die Finanzkrise ein wichtiger Katalysator für die Schuldenbremse. Aber ich habe das ja versucht im Vortrag zu sagen, die Gründe, warum man eine Schuldenbremse eingeführt hat, die datieren viel, viel früher. Wir haben in den 90er Jahren begonnen, intensiv zu diskutieren, eben über die implizite Verschuldung aufgrund der Sozialversicherungsverpflichtungen, die wir da haben.
insbesondere in der Rentenversicherung. Wir haben gesehen, wie die damalige Regierung Kohl in der Wiedervereinigung mit Sondervermögen hantiert hat, die nach dem alten Artikel 115 nicht unter die Verschuldungsbeschränkung fielen, sondern explizit ausgenommen waren im Artikel 115 alte Fassung. Und wir haben auch gesehen, wie auf der Länderebene, insbesondere im Saarland und Bremen und dann danach in Berlin, Haushaltsnotlagen entstanden sind, für die dann die bundesstaatliche Gemeinschaft einzutreten hatte. Das alles vor dem Hintergrund des Trends steigender Staatsverschuldung. Und so hat man schon in dieser langen Reformphase Ende der 90er bis etwa 2009, 2010, die Deutschland wirtschafts- und finanzpolitisch erlebt hat, auf Föderalismusreformen abgestellt. Und bevor man hätte kommen können zu einer Reform des Finanzausgleichs, was ein Element dieser Diskussion war, führte man eine erste Föderalismusreform durch, die nach dem Scheitern der rot-grünen Koalition 2005 erst 2006 umgesetzt werden konnte. Und am Abend, eigentlich am Nachmittag, wenn ich es genauer weiß, der Verabschiedung dieser Föderalismusreform 1, die eine Veränderung von der Kompetenzzuordnung gebracht hat, wurde über eine zweite Stufe der Föderalismusreform bereits in Berlin diskutiert, in einem kleinen Kreis, wo es darum ging, eine Finanzreform durchzuführen, die bei der Verschuldung ansetzt. Die führte bis ins Jahr 2008 diese Diskussion und mit der Finanzkrise und den sich daraus ergebenden höheren Schulden war dann auch die Bereitschaft auf der Länderseite da, eine solche Reform durchzuführen. Ist also nicht nur die Finanzkrise als solches, sie war ein wichtiger Katalysator, dass die Einigung zustande kam, aber die Sorge um tragfähige öffentliche Finanzen war es, die die Entwürfe für eine solche Schuldenbremse damals getrieben haben. Es ist nicht so sehr die Investitionsorientierung, die zu dem Versagen der alten Regel geführt hat, sondern eher die Regelungen, die wir für die Konjunkturpolitik getroffen hatten. Denn da stand ja drin, man darf sich in Höhe der Investitionen verschulden im alten Artikel 115, es sei denn, es liegt eine Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts vor. Und wie das gemessen wird, was es auslöst, alles das war nicht geklärt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat das eigentlich erst sehr spät konstatiert, dass man doch näher darlegen muss, was eine solche Störung ist und inwiefern die getroffenen Maßnahmen auch geeignet sind, eine solche Störung zu bewältigen oder gar abzuwenden. Ja, und da waren wir dann schon in der Diskussion um eine neue Schuldenregel, die dann ja eben in die Schuldenbremse gemündet ist. Ein zweiter Dissens nach dieser langen Geschichte ist, wir haben einen Anstieg der Zinsausgaben von 4 Milliarden auf 40 Milliarden, wenn wir 21 mit 24 vergleichen, also eine Verzehnfachung. Das ist durchaus auch zu einem gewissen Teil der periodengerechten Zurechnung von Agent und Disagent geschuldet. Aber gleichwohl, wenn Sie die rausrechnen, ist der Zinsanstieg immer noch enorm, weil wir nun eben aus einer Niedrigzinsphase auf eine Hochzinsphase gekommen sind oder eine relativ hohe Hochzinsphase im Vergleich zu früheren Jahren und das auch sehr steil und nicht absehbar ist, dass diese Zinsen wieder stark runtergehen würden in eine solche Niedrigzinsphase. Und angesichts dessen, was ich dachte, zur Wahrscheinlichkeit, dass eine Zinsphase in die eine oder andere Richtung kippt, als Daumenregel, dass das nur eine 50-50-Wahrscheinlichkeit ist, würde man eigentlich eher sagen, lass uns auf der vorsichtigen Seite sein. Finanzpolitik, die vom Münzwurf abhängt, sollten wir nicht betreiben. Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit und die Abgrenzungsproblematik. Ich will es nochmal zuspitzen. Ich glaube, der Dissens, der in der Diskussion vor allen Dingen herrscht, ist der Dissens um die Industriepolitik. Ist es sinnvoll, auf diese Art und Weise so stark steuernd in die Wirtschaft einzugreifen, wie das die Befürworter einer solchen Industriepolitik fordern? Und das ist kein Geheimnis, dass ich ein sehr großer Skeptiker in dieser Hinsicht bin. Ich sehe wenig Spielraum für eine solche steuernde Industriepolitik, die über die reine Innovationspolitik hinausgeht. Also Anschübe für neue Technologien, da kann der Staat von der Grundlagenforschung bis zur angewandten Forschung viel leisten und kann auch Anreize für die Unternehmen setzen, zu innovieren. Aber Erhaltungssubventionen in einem bestimmten Ausmaß, selbst wenn das begleitet ist mit einer Umstellung der Technologie, davon halte ich sehr, sehr wenig. Ich kann mir nach den Erfahrungen der vielen Jahrzehnte vorher nicht so richtig vorstellen,
dass es dem Staat gelingt, die Technologien und die Branchen der Zukunft zu identifizieren, und bezweifle, dass das, was wir da an Milliarden im Moment in die Hand nehmen, in den unterschiedlichen Bereichen, Stichwort Batterien, Fabriken, und Stichwort Halbleiterproduktion, dass das tatsächlich die Technologien sind, auch in dem Standard, wie wir sie da jetzt bekommen, die für die Zukunft geeignet sind. Da würde ich mir viel, viel mehr Ordnungspolitik wünschen, also günstige Rahmenbedingungen für die Innovatoren allgemein, denn wir wissen am Ende nicht, wo diese Innovationen wirklich herkommen. Und noch vielleicht letzte Bemerkung: Das Dilemma sehe ich nicht. Die Sorge, dass wir politisch ins Hintertreffen geraten, ist eine Sorge um das Aufkommen einer rechten Partei. Dieses Aufkommen hängt sehr eng zusammen mit der Migrationsproblematik, hat wenig zu tun mit anderen Dingen, und es macht kaum Sinn, nur einfach Geld darüber zu schütten, in der Hoffnung, dass die Partei dann in den Hintergrund tritt. Solange wir das Migrationsproblem nicht gelöst haben, werden wir auch die AfD nicht in ihre Schranken weisen. So leid mir das als einem liberalen Ökonomen auch tut. Ja, gut, vielen Dank für für das Feedback zu den Ursprungsfragen. Jetzt überlege ich, ganz kleines bisschen zu provozieren, weil so Sachen angeteasert wurden. Also ein Sondervermögen Stahlindustrie im Saarland findest du dann nicht gut, aber wie wäre es mit einem Sondervermögen Bahn? Worauf ich mit der Frage hinaus will, ist, könnte man nicht ganz besonders wichtige, große, mehrere Regierungen betreffenden Investitionen einfach über Sondervermögen realisieren, so wie wir es jetzt bei der Bundeswehr gemacht haben? Weil also mein persönliches Bauchgefühl ist ein bisschen, ich bezweifle, dass wir angesichts der demografischen Entwicklung in den nächsten 10 Jahren überhaupt noch viel machen können. Und damit meine ich jetzt nicht so Industriepolitik, sondern auch überhaupt Erhaltungsinvestitionen. Und der finanzielle Spielraum reicht vielleicht einfach nicht. Und könnte man sich nicht auf Sondervermögen einigen, die dann ja mit einer hohen demokratischen Legitimation hätten, also 2-Drittel-Mehrheit im Bundestag, und dann sagt man eben, jetzt gehen wir da los? Also ich will nicht bezweifeln, dass eine demokratische Mehrheit von 2 Dritteln, die wir ja auch für die Schuldenbremse bekommen haben, im Übrigen in Hessen sogar eine Volksabstimmung, die sehr deutlich gewesen ist, mit einer deutlichen Zustimmung damals, dass das eine hohe demokratische Legitimität ist und dass dann auch jeder Ökonom, jede Ökonomin das letztlich anerkennen muss. Nur im Vorfeld solcher Entscheidungen muss man sich ja fragen, was das eigentlich soll. Wenn wir uns Investitionen anschauen, auch angesprochen, etwa bei der Bahn, etwa auf der kommunalen Ebene. Nochmal der Hinweis: Dort finden auf der kommunalen Ebene oder etwa bei der Bahn Investitionen in privaten Unternehmen statt. Die werden gar nicht dem öffentlichen Sektor zugerechnet bislang, sondern sie sind dem privaten Sektor als Unternehmen zugerechnet. Dass die Bahn wenig ins Netz investiert hat, hat viele Gründe. Gründe einer Fehlsteuerung für dieses Unternehmen. Und es hat wenig damit zu tun, dass nicht genügend Geld bereitgestellt worden wäre. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein anderes. Die Bahn hat sich hübsch gemacht für den Kapitalmarkt, hat Investitionen getätigt in Form von Übernahmen und Akquisitionen. Denken wir an Schenker beispielsweise. Und da wären schon Möglichkeiten gewesen zu investieren, und es bestehen weiterhin Möglichkeiten zu investieren. Mal davon abgesehen, dass man ja auch im Hinblick auf finanzielle Transaktionen etwas tun kann. Stichwort Asfinag in Österreich. Da haben wir auch eine ganz andere Konstruktion, und es besteht die Möglichkeit, gut zu investieren. Ein Sondervermögen für Transformation und Klimaschutz, wie es im Moment diskutiert wird, im Grundgesetz, heißt im Klartext, der Gesetzgeber würde mit 2-Drittel-Mehrheit Subventionen für die deutsche Wirtschaft in vielleicht 2-, vielleicht 3-stelliger Milliardenhöhe festschreiben. Und wenn man sich das nun wirklich so explizit auf der Zunge zergehen lässt, kann man eigentlich nur davon abraten, im Grundgesetz auch noch Subventionen so positiv zu sanktionieren, wie man das von mancher Seite hier möchte. Ich finde schon, dass man die Trade-offs, die es im öffentlichen Haushalt gibt, auflösen muss. Und wir haben Spielräume. Beim Bund stärker als beispielsweise beim Saarland und Bremen, aber wir haben nennenswerte Spielräume, die aufgelöst werden können. Dazu muss man allerdings erst auch mal fragen, im Sinne einer Spending Review: Ist denn das, was wir da an Ausgaben tätigen, eigentlich alles noch notwendig? Brauchen wir das? Ist nicht eine Möglichkeit da, an verschiedenen Stellen zu kürzen? Und Ähnliches sollte man tun bei Steuersubventionen. Und da sieht man ja, dass die Bundesregierung da im Moment auch rangeht an Steuersubventionen, und dass das an der einen oder anderen Stelle nicht gerade auf ein positives Echo stößt.
Von Weizsäcker. Ja, es wurde natürlich jetzt sehr viel gesagt. Er hätte gerne im Detail auch auf die Wortmeldung von Lars Feld rekurriert, aber das lasse ich jetzt mal und will vielleicht erst einmal eine interessante Gemeinsamkeit hervorheben. Ich finde es sehr spannend, dass Herr Professor Feld gesagt hat, na ja, an der alten Schuldenregel hat ihn gar nicht so sehr die Definition der Investitionen gestört, sondern die Frage, in welcher konjunkturellen und Ungleichgewichtssituation man sich einfach davon freimachen könnte. Das finde ich insofern interessant, als dass ja, das ja ein Ansatzpunkt sein könnte, in eine Richtung nachzudenken, wie es auch der Wissenschaftliche Beirat im Bundeswirtschaftsministerium gemacht hat, um zu sagen, dann lass uns schauen, ob wir es nicht hinbekommen, den Investitionsbegriff in einer Art und Weise, vielleicht auch expertokratisch unterstützt, das schlägt jedenfalls der Beirat vor, so darzustellen, dass es möglich ist, dieses Thema der Investitionen mit einzubeziehen. Und das wäre eine Frage, die ich an Lars Feld auch hätte, ob sein Hinweis darauf, dass er sich gar nicht so sehr an dem gewiss schwierigen Investitionsbegriff gestört hat, ein Hinweis darauf sein könnte, dass das eine Diskussion ist, auf die man sich sinnvollerweise einlassen könnte. Das Zweite, was ich in diesem Kontext sagen kann, ist, dass ich pragmatisch, politisch, wenn es gar nicht anders geht, lieber Herr Professor Lessmann, nichts dagegen hätte, wenn man sagen würde, dieser Investitionsschub, der wird jetzt sozusagen mit der Bundeswehr-Sondervermögen-Technologie gemacht. Ich finde aber schon, dass man den prinzipiellen Einwand von Herrn Professor Feld, der sagt, na ja, also das wäre ja wirklich eine sehr, sehr weitreichende singuläre Entscheidung, sollten wir das nicht systematischer angehen. Das finde ich hat durchaus einen gewissen Charme und ich hätte dafür eine Sympathie. Also wenn es gelänge, das Investitionsthema auf eine systematischere Art und Weise hineinzubringen in unsere real existierende Schuldenbremse, ich glaube, dann wäre das der vorzugswürdige Weg. Es kann sein, dass er erstmal schwieriger ist. Und dann kommt man schon möglicherweise zurück auf den politischen Pragmatismus und sagt, aber wir müssen jetzt dieses Problem lösen. Und dann wird es möglicherweise, Herr Professor Lessmann, auf Ihre Art gelöst. Aber ich denke, der Anspruch hier, das ist ja kein Politiker-Panel, sondern ein Ökonomen-Panel, ist, glaube ich, auf etwas grundlegendere Art, sich damit auseinanderzusetzen. Und das führt mich eigentlich zu meiner letzten Bemerkung, die unmittelbar an die letzten paar Sätze von Professor Feld anknüpft, nämlich die Hoffnung, dass man einfach durch Priorisierung anfängt, dann im Rahmen der real existierenden Schuldenbremse mehr zu investieren. Und da muss ich sagen, habe ich gewisse Zweifel, und zwar recht fundamentale Zweifel, die schlicht daherrühren, dass wir ja die Schuldenbremse per se erst einmal gemacht haben, weil wir aus unterschiedlichen Gründen, dazu gibt es ja eine breite Literatur, die Sorge haben müssen, dass die jeweils aktuelle Regierung etwas zu kurzfristig agiert und deshalb in der Tendenz etwas geneigt sein könnte, etwas zu viele Schulden zu machen, als es vernünftig wäre. Und aus genau denselben Gründen, das ist komplett analog, könnte sie auch aufgrund der starken Gegenwartsbezogenheit geneigt sein, zu sagen, also bestimmte größere Eisenbahnbauwerke, die erst unter den real existierenden Bedingungen in Deutschland wahrscheinlich 25, 30, 40 Jahre zum Teil nach dem Beschluss dann wirklich nutzbar sind, hinten runterfallen zu lassen, um zu sagen, wir konzentrieren uns jetzt lieber auf den Gegenwartskonsum. Und wenn man dieser Sichtweise zustimmen würde, und ich glaube, aus politökonomischer Sicht spricht einiges dafür, dann käme man zu dem Ergebnis, dass allein der fromme Wunsch zu sagen, jetzt lass uns mal irgendwie besser priorisieren, und dann wird das schon mit den Investitionen möglicherweise uns nicht in dem Umfang zum Ziel führt, indem wir das alle gerne hätten. Ja, vielen Dank. Ich gehe jetzt mal in in unsere F&As und guck mal, was da an Fragen sind. Also eine Frage ist, wo sind denn noch finanzielle Spielräume in unserem Haushalt? Hat da jemand Ideen von Ihnen? Ja, also an dem anknüpfend, was Jakob von Weizsäcker zur Priorisierung sagte. Nur um nicht missverstanden zu werden, ich habe eben versucht klarzumachen, dass dieser Anstieg der Staatsschuldenquote im Trend über diese konjunkturelle ja, Ausweichklausel des alten Artikel 115 zustande gekommen war.
Das heißt nicht, dass ich nicht skeptisch bin gegenüber einer Investitionsorientierung, eben wegen der Abgrenzungsproblematik. Das hat übrigens der wissenschaftliche Beirat beim BMF schon 1981 geschrieben und hat es dann 2007 erneuert. Da ist bei den Finanzwissenschaftlern ein bisschen mehr Konsistenz da als beim Beirat beim BMWK, der früher ja eine härtere Schuldenregel wollte als wir im Beirat beim BMF, noch härter, und jetzt mittlerweile eine schwächere will mit Investitionsorientierung. Also da sind wir schon ein bisschen konsistenter in unserem wissenschaftlichen Beirat, um das diese Nebenbemerkung machen zu dürfen. Peng hat Also nicht Konsistenz, wenn ich das so sagen darf. ja, es gibt ja das schöne Stichwort von John Maynard Keynes, wenn die Fakten sich ändern, dann ändere ich auch meine Meinung. Das kann natürlich schon auch der Hintergrund sein. Vielleicht ist es auch klüger, so zu verfahren. Aber die Abgrenzungsproblematik ist natürlich enorm. Und man muss auch feststellen, die Notwendigkeiten, die wir in den kommenden Jahren haben, hinsichtlich des Klimawandels, der Digitalisierung, der Demografie und auch der geostrategischen Herausforderungen, die erfordern an vielen Stellen konsumtive Ausgaben. Sie erfordern keine Infrastrukturinvestitionen. Und genau da sind wir dann in der Problematik drin. Das heißt, das, was wir heute eigentlich diskutieren, industriepolitische Subventionen, um die Transformation zu erleichtern, die werfen uns, diese Diskussion wirft uns zurück, sogar in die Zeit vor der großen Finanzreform 1969, als die vorvorherige Regelung im Artikel 115 hieß, man darf sich verschulden in Höhe der werbenden Ausgaben. Das war den Juristen damals schon 1969 zu weit und man wollte es einengen auf Investitionen im engeren Sinne. Und das hat dann trotzdem nicht funktioniert. Ich habe ja eben dargestellt, die Investitionstätigkeit der Kommunen ist trotz der Investitionsklausel zurückgegangen im Zeitablauf. Das hilft uns dann nicht wirklich. Man muss irgendwann zu diesen Priorisierungen kommen und zu vernünftigen Entscheidungen. Wo sind diese Spielräume im Haushalt? Ja, ganz unterschiedlich. Wir haben ja massiv Transfers in den vergangenen Jahren erhöht. Ich darf an die Rentenpolitik erinnern, Mütterrente von Seiten der CSU, CDU. Ich sage es in der Reihenfolge, weil die CSU dafür ausschlaggebend war. Und Rente mit 63 für langjährig Versicherte für die SPD. Das war ein klarer Stimmentausch in einem Koalitionsvertrag. Hat die Ausgaben der Rentenversicherung kräftig erhöht. Und obwohl das politisch sicher schwierig ist, vielleicht im Hinblick auf die Mütterrente sogar verfassungsrechtlich schwierig sein könnte, könnte man einen Versuch unternehmen, so manche dieser ausgeweiteten Leistungen im Rentenversicherungssystem zurückzunehmen. Ähnliches haben wir in der Familienpolitik. Da gibt es jetzt erste Ansätze beim Elterngeld, wo man auch hinterfragen kann, ob diese Maßnahmen notwendig sind. Und so lassen sich eine Reihe von Transfers im Bundeshaushalt diskutieren. Ich kann das auch beispielhaft auf die Einnahmenseite ausdehnen, muss jetzt nicht mehr das Gastgewerbe und den Agrardiesel erwähnen, aber wir können beispielsweise den sogenannten Handwerkerbonus ansprechen oder die steuerlichen Begünstigungen für haushaltsnahe Dienstleistungen, die Schwarzarbeit eindämmen sollten, aber dahingehend eigentlich gar nichts gebracht haben, sondern vor allen Dingen in anderer Hinsicht Effekte hatten. Also so sind eine Vielzahl von Beispielen im Bundeshaushalt zu finden. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, alle 16 Landeshaushalte hier mit Ihnen durchzudeklinieren. Und sowieso weiß ich, dass Jakob von Weizsäcker seinen Haushalt viel besser kennt, als ich ihn kennen kann. Aber man findet schon in fast allen Haushalten Spielräume, die das erlauben. Ich habe eben schon gesagt, im Saarland und Bremen ist es etwas schwieriger, aber trotzdem, Spielräume sind schon einige da. Ich möchte vielleicht daran anknüpfen, und kann da tatsächlich das Beispiel des Saarlands nennen. Wir haben ja zwei Dinge gemacht. Wir haben zum einen die Investitionsquote im Kernhaushalt angehoben und zum anderen haben wir konzentriert auf die drei I's. Und das ist mir schon wichtig, Herr Professor Feld, das wissen Sie ja, nicht ausschließlich auf das Thema Industriepolitik, sondern mit maßgeblichen Mittelallokationen für das Thema Innovation und Infrastruktur. Also diesen Dreiklang, der, glaube ich, politisch sehr viel Sinn macht. Ich bin sehr dankbar für Diskussionen, die dann im Einzelnen uns auch dazu bringen, in der Politik zu rechtfertigen für jedes einzelne dieser I's. Und mir ist als Ökonom ganz klar, dass das beim ersten I der Innovation am allereinfachsten ist, beim zweiten I der Infrastruktur ein bisschen sportlicher und beim dritten I der Industriepolitik noch ein bisschen sportlicher, aber politökonomisch betrachtet. Sage ich Ihnen voraus, wenn Sie anfangen, die Innovationen
gegen die Zukunft des Industrielands, in dem Sinne, dass man es auch ein kleines bisschen wiedererkennt, auszuspielen, dann geht das politisch schief. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass man das als Paket schnürt und ein Paket schnürt, wo sichergestellt ist, dass nicht alles in eines dieser drei I's geht, sondern dass alle drei I's, die alle ihre Berechtigung haben, damit bedient werden. Aber ich will damit nur sagen, Herr Lessmann, auch im Saarland, auch wenn es außerordentlich fordernd ist, haben wir bis zum gewissen Grade da zusätzliche Spielräume für diese Form von Zukunftsinvestitionen gefunden. Ich sage Ihnen nur ganz offen, wenn wir das, was wir heute vorhaben und auch vorhaben müssen, um die Transformation hinzubekommen, alles aus dem Kernhaushalt rausschneiden würden, dann ginge das politisch schief. Dann sage ich Ihnen voraus, die politische Nachhaltigkeit ginge verloren. Und um an der Stelle Herrn Professor Feld ausdrücklich beizupflichten, die Vorstellung, man müsse nur viel Schulden machen und dann greift der Rechtspopulismus sich nicht raus. Das ist eine Vorstellung, die hielte ich auch für fehlerhaft. Aber ich glaube, die hat hier niemand in der Runde ernsthaft vertreten. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir erleben ja jetzt gerade dieser Tage in unterschiedlichen Ausprägungen, in unterschiedlichen Teilen der Republik, aber überall eine Situation, wo der Abbau einer ökologisch schädlichen Subvention, die ganz oben auf der Liste stand, des Bundesministeriums der Finanzen, auf einmal für gigantische gesellschaftliche Verwerfungen sorgt. Und an der Stelle kann man sagen, das sage ich jetzt als jemand, der nicht unmittelbar beteiligt ist, wenn man diese politisch anspruchsvollen Dinge macht, dann ist es natürlich außerordentlich wichtig, dass man sich vorher genau überlegt, welche Schritte man auch gemeinsam standhaft dauerhaft vertritt. Denn was schief geht, ist, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja abstrakt, ich bin für den Abbau aller Subventionen. Und immer wenn es konkret wird, fällt einem ganz schnell ein, möglicherweise über die Fraktion, dass man das doch nicht so toll findet. Und also das heißt, das ist auch ein kleines bisschen eine Frage, wie man dann in einem Dreierkonzert, was ja sportlich ist, ist ja eine ungewöhnliche Situation, auf Bundesebene dann zuverlässig zusammenarbeitet. Und dann würde ich Herrn Professor Feld zustimmen. Da geht schon was. Aber dass die Gesamtheit des Investitionsschubs auf diese Art man sich erarbeiten, zu arbeiten in der Lage wäre, das ist etwas, wo ich sagen würde, die Empirie, jedenfalls die wir bisher erleben, spricht eher dagegen. Yes. Ja, Lars, würdest du dazu? Ja, also jetzt haben wir einen wirklichen Tag Bauernproteste erlebt und ein bisschen was an Verkehrsproblemen. Ich finde schon auch, dass dann, wenn man Reformen durchzuführen hat, man eine größere Hartleibigkeit haben muss und das auch vorher sich klar gemacht haben muss. Das bedeutet schon, wenn man über die Kernhaushalte, die Erfordernisse der Zukunft, die jetzt gerade vor uns liegen, realisieren will, dann ist eben auch diese Hartleibigkeit erforderlich. Da muss man schon standhalten können. Ich erinnere einerseits an die erste Amtszeit von Emmanuel Macron mit der Gelbwestenproblematik, wo er von einer höheren Belastung ökologisch schwieriger Emissionsträger dann abgesehen hat und in der zweiten Amtszeit aber seine Rentenreform standhaft durchgezogen hat. Am Ende ist das für Frankreich günstiger. Und es wird auch gelingen, nach dieser Legislatur, in der er nicht wiedergewählt werden kann, weil es die Amtszeitbeschränkung gibt, einen demokratischen oder Nachfolger oder eine demokratische Nachfolgerin in Frankreich zu bestimmen. Ich bin da zuversichtlicher in unseren europäischen Volkswirtschaften, die doch viel gefestigter sind als in früheren Zeiten. Und vor dem Hintergrund würde ich auch jetzt im Hinblick auf die Agrardieselproblematik sagen, warten wir mal ab, ob der Protest der Bauern wirklich so dauerhaft und so vehement sein wird, wie er von manchen befürchtet worden ist. Also das sehe ich nicht unbedingt. Aber Herr von Weizsäcker, Sie haben natürlich völlig recht, wenn man dann sowas macht, dann muss man auch gut abgestimmt sein und man muss auch dann zu diesen Positionen stehen. Man kann sich ja nicht erpressbar machen. Jetzt weiß ich, dass beim Agrardiesel Folgendes passiert ist.
dass offensichtlich der kleinen Runde vor Weihnachten unklar war, wie diese Streichung der Subvention administriert werden soll. Der Agrardiesel ist ja nachgelagert besteuert. Das heißt also, die Bauern sammeln ihre Belege aus einem laufenden Jahr und werden das Jahr drauf erstattet. Das heißt, sie können gar nicht für den Bundeshaushalt 24 irgendwelche finanziellen Wirkungen dieser Streichung der Agrardieselsubventionen erhalten, sondern erst später. Und das muss einem dann erst einmal bekannt sein. Und es ist mir klar, dass die Spitzen der Ampelregierung, die da zusammensaßen, jetzt nicht jedes Detail dieser Regelung kennen konnten, auch die Spezialisten aus der Haushaltsabteilung am Ende nicht. Also insofern ist es natürlich nicht schön, auch gerade politisch nicht schön, aber andererseits auch ganz verständlich, wenn man so eine etwas ja, humanere Perspektive auf die Politik hat. Ich habe noch einen Punkt, glaube ich, weil das Herr von Weizsäcker angesprochen hat und es auch im Chat nochmal kam. Also der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung, Investition und Populismus, den sehen Sie beide nicht. Weil bei Herrn von Weizsäcker, es war ja auf der Folie so ein bisschen drauf mit der politischen Nachhaltigkeit, aber Sie sind da nicht von überzeugt. Also um es ganz klar zu sagen, die Vorstellung, man müsse jetzt nur einen warmen Geldregen über irgendjemand niedergehen lassen und dann wird es keinen Populismus mehr geben, diese Vorstellung halte ich für naiv. Aber umgekehrt, und ich hoffe, dass ich da mich deutlich genug ausgedrückt habe, wenn Sie in einer sowieso schon fordernden Situation und die Transformation, vor der wir heute stehen, wenn wir die ganzen Phänomene zusammennehmen, ich nehme aber mal das Thema der Dekarbonisierung, der Digitalisierung, des demografischen Wandels einschließlich Migration und dann noch die verändernden Rahmenbedingungen der Geopolitik, dann haben wir heute eine Situation, ich beschreibe das jetzt mal als Politiker, wo man sagen muss, wir stehen am Anfang dieser Transformation und haben aber in nennenswerten Teilen der Bevölkerung bereits heute eine so starke Transformationsmüdigkeit, bis hin zu einer Transformationsantipathie, dass man sagen muss, das ist schwierig. Und wir müssen das über einen längeren Zeitraum hinbekommen, damit wir erfolgreich sein können. Und wenn man es umgekehrt betrachtet, wenn man in eine solche Situation hinein eine gigantische Sparorgie veranstaltet, dann sage ich Ihnen voraus, dann werden Sie so viel politischen Unfrieden ernten, dass am Ende möglicherweise bestimmte Formen der Politik, die wir uns wahrscheinlich hier im Podium alle wünschen, davongefegt werden können. Und ich selber bin nun wirklich jemand, der Präsident Macron sehr bewundert. Aber die Gefahr ist keine Frage, hat er gerade seinen Premierminister ausgetauscht. Die Gefahr ist, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin möglicherweise von Präsident Macron eben nicht jemand ist aus dem Teil des politischen Spektrums in Frankreich, mit dem wir vernünftige europäische Politik zusammen machen können. Insofern muss man das doch sehr ernst nehmen. Und insofern sage ich auch ganz klar, nicht nur in meiner Folie, sondern auch in dieser Runde, wir müssen aufpassen, dass wir das Thema politische Nachhaltigkeit an der Stelle nicht völlig aus dem Blick verlieren. Ich weiß, dass wir über die Zeit sind, Christian, aber nur eine ganz kurze Bemerkung. Es gibt ja empirische Evidenz dazu, dass starke Austeritätsschritte eben auch den Populismus befördern. Timo Fetzer hat dazu ja einen wichtigen Aufsatz im American Economic Review vor einiger Zeit veröffentlicht. Aber man muss schon auch sehen, in welcher Dimension die dort untersuchten Austeritätsmaßnahmen stattfanden. Also das geht eher so in Richtung der Sparorgien, die dann auch noch verteilungspolitisch ungünstig ausgefallen waren, also etwa im Großbritannien von David Cameron. Aber so weit sind wir ja nicht. Und das, was wir dann wirklich auch an Erfordernissen haben für die Zukunftsbewältigung, das lässt sich durchaus bei einem ordentlichen Wirtschaftswachstum, das ist allerdings auch die Voraussetzung dafür, bei einem ordentlichen Wirtschaftswachstum generieren im Rahmen der Schuldenbremse. Was wir sicher als Dissens mitnehmen müssen, Herr von Weizsäcker und ich, ist das Ausmaß, das dann an industriepolitischen Subventionen nötig ist. Ich sehe das kritischer und würde deswegen auch die finanzielle Bewältigung dieser Zukunftsaufgaben anders sehen. Also etwa über die CO2-Bepreisung viel mehr. Und dann hat man ja Einnahmen generiert und nicht zusätzliche Ausgaben. Aber an der Stelle, ich glaube, das ist wirklich, also erstens, ich finde, wenn wir jetzt nur über die Industriepolitik diskutieren würden und einen Konsens hätten, dass es sinnvoll wäre, die Schuldenbremse, so wie wir sie heute haben,
weiterzuentwickeln, ich glaube, dann wären wir einen ganzen Schritt nach vorne gekommen. Und dann wäre möglicherweise immer noch der Streit darüber, wie sehr gewichtet man dann bestimmte Ausgaben. Aber ich glaube, das wäre für die Debatte ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Das ist der erste Punkt, der mir in dem Kontext wichtig wäre. Und ich glaube, der zweite Punkt, der wichtig ist, die Frage der wirtschaftlichen Dynamik hängt bis zum gewissen Grade, auch wenn wir nicht genau wissen, wie sehr, aber hängt bis zum gewissen Grade ja schon auch an der Frage, wie sehr sind wir in der Lage, Innovationen zu befördern, wie sehr sind wir in der Lage, unsere Infrastruktur zu modernisieren für das postfossile Zeitalter. Insofern muss man da, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man da nicht Ursache und Wirkung vertauscht. Ich habe bei dem, wie sehr sind wir in der Lage, auch noch den Gedanken gehabt, Herr von Weizsäcker, können die Anbieter das eigentlich schaffen? Ne? Also man stelle sich so, wir würden jetzt wirklich ein starkes Investitionsprogramm fahren und Infrastruktur, Bahn bauen und. Und ich komme aus einer Bauunternehmerfamilie. Ich schaue mir an, wie viele Bauingenieure wir suchen. Das ist ja nicht, also die Frage ist, verpufft das vielleicht in Preiseffekten? Ja? Ich will an der Stelle noch einen weiteren Gedanken, den ich gut finde, aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium aufgreifen. Es ist ja so, wenn man nicht aufpasst in der Haushaltspolitik, das sage ich als Finanzminister, dann sind Investitionen eine Residualgröße. Das ist das, was man, wenn die Kasse eng ist, irgendwie steuern kann. Und dann haben Sie relativ starke Fluktuationen in der Frage, wie viel stellen Sie ein, und dann haben Sie auch eine relativ geringe Planungssicherheit. Mit Blick auf die Frage, Herr Professor Lessmann, wie sieht es eigentlich aus mit der Auftragslage für das Bauunternehmen? Natürlich spielt da auch die private Baunachfrage eine Rolle, aber die staatliche eben auch. Insofern ist die Frage, wie können wir für bestimmte Infrastrukturen auch in einer gewissen Stetigkeit dafür sorgen, dass es da vorwärts geht, dass es nicht nur Erhaltungsinvestitionen, die ja sträflich vernachlässigt wurden, sondern auch ein Aufbau des Kapitalstocks stattfinden kann in einer Art und Weise, die langfristig ist. Das ist genau das, was wir brauchen. Und das ist genau der Grund, warum mich manchmal das Argument geärgert hat, wenn man da in letzter Sekunde in den Haushaltsverhandlungen, damit es schön aussieht, noch ein paar Investitionen für das nächste Jahr draufgepackt hat und dann hinterher fröhlich feststellt, aber das Geld ist doch gar nicht abgeflossen. Folglich benötigen wir diese Investitionen gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen kurz gedacht. Und insofern ist, glaube ich, Ihr Hintergrund aus der Bauwirtschaft, jedenfalls familiär, da ganz hilfreich. Eine gewisse Stetigkeit, obwohl ich von einem Schub gesprochen habe, eine gewisse Stetigkeit ist auch für einen solchen Schub erforderlich und ist auch sachgerecht. Wir reden ja über Klimaneutralität bis 2045. Das sind noch 22 Jahre. Da dürfen wir nun nicht zu viele verpendeln, sonst wird es echt schwierig. Ja, mein Punkt war auch vor allem, es wird ohne Bauingenieure schwer, ne? Und die wachsen leider nicht auf dem Himmel. Gut, wir sind tatsächlich ein bisschen über die Zeit. Das Format heißt ja 60 Minuten. Also zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da waren. Ganz herzlichen Dank an die Leute da draußen, die uns hier live zugeschaut haben. Dieses Webinar, das haben wir recorded. Wir werden das dann in die IFO-Mediathek stellen, dass wir es auch nachschauen können. Machen wir noch eine Abschlussrunde, Lars Feld? Ja, gerne. Also vielen Dank für die Diskussion. Ich denke, dass Ihr Wunsch, auch mit einem Konsens aus der Runde rauszugehen, heute noch nicht ganz funktioniert hat. Wir werden dann nochmal weiter diskutieren in den kommenden Monaten, auch sicher in der nächsten Legislaturperiode, was die Schuldenbremse anbetrifft und die Rahmenbedingungen, die sie setzt. Ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, dass meines Erachtens die Schuldenbremse keine wirklich starke Beschränkung für die Investitionstätigkeit des Staates ist, und zwar in diesem engen Sinne, wie wir öffentliche Investitionen verstehen, dass sie eine Beschränkung ist für die Subventionen, die wir tätigen können im Rahmen der Industriepolitik, und dass das meines Erachtens richtig ist. Wir sollten schon hinsichtlich der Klimaneutralität und des Klimawandels auf andere Instrumente setzen, also insbesondere die CO2-Bepreisung international koordiniert. Das ist nicht einfach nur eine Zukunftsmusik, da findet auch schon viel statt. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass wir mehr erreichen werden für diese Zukunftsaufgaben als mit der jetzt angedachten industriepolitischen Subventionierung. Und Herr von Weizsäcker, Ihr Resümee? Also das Erste kann ich unmittelbar sagen, ich glaube, wir werden das alles benötigen. Die Herausforderung ist so groß, dass wir selbstverständlich
bessere internationale CO2-Bepreisung benötigen. Ich finde das Thema Klimaclub außerordentlich spannend. Und ich denke, Sie, Herr Professor Feld, auch. Also natürlich müssen wir das tun. Aber das Gute ist ja, wir können mehrere Dinge gleichzeitig tun und wir werden sie, glaube ich, auch tun müssen, damit es uns gelingt, diese gigantische Herausforderung, und das ist ja nicht die einzige, das Klimathema, in den Griff zu bekommen. Und ich glaube, das ist für die politische Stabilität außerordentlich wichtig, dass es uns gelingt, sicherzustellen, dass der Staat, dass die Staatstätigkeit in der Lage ist, nicht nur über die Probleme zu reden, sondern in der Lage ist, die Probleme auch zuverlässig zu lösen, wie er sich zu lösen vorgenommen hat. Man muss sich aufpassen, welche Probleme sich der Staat zur Lösung vornehmen sollte. Aber ich denke, das Klimaproblem ist eines der Probleme, wo unbestritten der Staat eine große Rolle zu spielen hat. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ich fand diese Diskussion sehr gut. Und es geht ja nicht darum, Differenzen zu übertünchen. Aber ich glaube, wir hatten eine wirkliche Diskussion zu den Schlüsselfragen, die sich im Zusammenhang der nachhaltigen Finanzpolitik und der Nachhaltigkeitspolitik insgesamt stellen. Und ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass wir noch nicht am Ende dieses gesellschaftlichen Diskurses angekommen sind. Und wenn es uns gelingt, auf diesem Niveau diese Diskussion zu führen, dann ist mir erstens nicht bang, dass wir gewisse Dinge, die möglicherweise heute so nicht gehen würden, in Zukunft hinbekommen können. Und zweitens aber, dass es uns gelingt, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, um dann in eine Falle hineinzutappen, die umgekehrte Falle, nämlich die Falle der fiskalischen Verantwortung. Das waren fantastische Schlussworte von Ihnen beiden. Ganz herzlichen Dank. Ja, damit wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend. Wenn die Gäste noch ganz kurz da bleiben würden, würde ich mich freuen. Aber wir gehen dann nach draußen jetzt offline. Eine schöne Restwoche an alle. Dankeschön.